Was kann man gegen den Islamunterricht in Schulen machen? Es ist leider sehr häufig so, dass in dem Islamunterricht in Schulen, dass im Islamunterricht in Schulen, dass dort sehr viel Schrott erzählt wird. Ja? Bei Islamunterricht in Schulen wird oft sehr, sehr viel Schrott erzählt. Das Beste, was man machen kann, ist, dass wir selber Unterricht anbieten, vor allen Dingen im Internet. Ja, und ich mache auch demnächst einen Kurs. Inshallah wird er online gehen, beziehungsweise der wird sogar inshallah verkauft werden. Das erste Mal für einen preiswerten Preis. Weil ich glaube, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Und ich habe gesehen, dass verschiedene Serien, die ich gemacht habe, mit mehreren Vorträgen, dass der erste Vortrag viel häufiger angeguckt wird als der letzte Vortrag. Ja? Und ich glaube, dass wenn man einen preiswerten Preis macht, der nicht überzogen ist, den jeder bezahlt, auch ein Sozialhilfeempfänger mit Aufgaben, dass dann die Unterrichte einfach mehr ernst genommen werden. Und ich habe da auch schon mal mit dem Sheikh Abbas Haq al-Hawani darüber gesprochen. Ja, und deswegen, ich habe da eine Unterrichtsreihe. Das werden inshallah insgesamt 100 Unterrichte. Ja, und für Kinder und Jugendliche können auch Erwachsene sich angucken. Aber es ist auf eine Art und Weise gemacht, wo die wirklich von profitieren können. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo man wirklich jemanden festigen kann.